Kandidatin für die Position der Göttlichen. Das ist keine große Überraschung. Sie beherrscht das Spiel. Sie ist außerdem eine Frau mit festen Überzeugungen und einem starken Glauben. Eigenschaften, die wohl auf jede unbedarfte Laienschwester zutreffen. Die Göttliche wird auf sich allein gestellt sein. Wenn sie also irgendetwas erreichen will, muss sie Respekt und Achtung genießen. Und das bedeutet, wir haben zwei passende Kandidatinnen. Denkt ihr nicht auch? Das zu entscheiden liegt bei den obersten Klerikerinnen. Was seid ihr doch bescheiden. Die Kirche muss sich ändern und ich würde dafür sorgen, dass sie es tut. Und dennoch, wenn ich auserwählt werde, dann bete ich, dass es nicht Ehrgeiz, sondern der Wille des Erbauers ist, der mich leiten wird.